Reden wir mal über die Liebe. Kennt sie wirklich keine Grenzen? Zwei junge koreanisch-deutsche Liebespärchen antworten darauf. Ja, sehr. Hi. Hallo, lieber Jörg und liebe Katrin, liebe Ohn und lieber Kalle. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja. Fangen wir mit der ganz klassischen Frage an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wann genau? Anfang letzten Jahres, 2019? Also ich habe 2017 mein Auslandssemester, im Wintersemester in Südkorea. Ich habe nämlich in dem Entertainment-Restaurant in Seoul angefangen zu arbeiten und eines Tages war er auch einer der Performer, der dort aufgetreten ist mit seiner Band und und das war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag in Daegu. Also ich bin gerade frisch in das Dormitory gekommen, meinen Roommate kennengelernt und die beste Freundin von meinem Roommate. Okay, zusammengefasst, war ein sehr schöner Zufall. Ich wollte eigentlich keine Beziehung haben und ich habe auch gesagt, ich werde niemals heiraten, niemals Kinder bekommen etc. Und dann war das wirklich wie Schicksal, sage ich jetzt. Katrin 만나기 전에는 독일에 대해서 전혀 하나도 몰랐어요. 유럽 여행을 평생 갈지 안 갈지도 저는 생각해 본 적도 없고 그래가지고 전혀 관심이 없었죠. 저도 많이 안다고 생각을 했는데 근데 사실 막상 와보니까 그 안다고 생각했던 거랑 완전히 다르더라고요. 제가 알던 거는 그냥 선진국이다? 이 정도? 그리고 뭐 과학이 발달했다? 그래서 제가 뭐 독일에서 공부를 하고 싶었던 것도 있고 Genau, wir hatten dann am Anfang noch einmal kulturellen Unterschied. Wir sind sehr früh ein Paar geworden, ich glaube nach 2-3 Wochen oder so schon. Und sie hat mir das so erklärt, dass in Korea, dass man halt früh ein Paar wird und dass das dann aber eher wie Daten ist. Aber für mich war halt dieser Beziehungstitel quasi schon drüber. 당연히 서로 간의 문화 차이도 있었고, 그런데 저희는 그거에 대해서 부딪히는 건 별로 없었어요. 왜냐면은 서로가 다르다는 거를 이미 알고 있었고 그대로 받아들였고 weil wir beide immer vermuten der andere versteht was vielleicht nicht ganz oder nicht richtig dann erklären wir einfach ein Stück weit mehr damit es auch wirklich ganz ganz klar ist und man hat auch ein größeres Verständnis wenn was missverstanden wird 그래서 차라리 오히려 더 알고 싶었고 궁금하고 매력적으로 느껴졌던 부분들이 있었던 것 같고 Also, das Zwischenfazit. Kulturelle Unterschiede zwischen Korea und Deutschland sind gar keine Hindernisse, sondern eine große Bereicherung für die Liebe. Aber wenn es um die Heirat und Ehe geht, wird das nicht eine komplett andere Geschichte? Emotional. Es war sehr emotional und wunderschön, auch von der Ästhetik her. Also wir hatten da keine Schwierigkeiten, weil ich das in seine Hände gelegt habe, sozusagen, in Korea. Weil es einfach für mich noch so total neu war. Ich kannte koreanische Hochzeiten überhaupt nicht. 독일에서는 카트린이 거의 다 주도를 했고, 제가 잘 따라가줬어요. 그냥 되게 그래서 즐겁게 했던 것 같고, 힘든 거는 거의 없었고, Ja, also wir haben jetzt da noch nicht so intensiv drüber gesprochen. Ich wäre immer für beide Kulturen irgendwo, dass dann nicht irgendwie eine Kultur ganz weggeht und die andere dann alleine dasteht. Und das wäre wohl auch bei der Hochzeit so. Entweder, dass man das kombiniert oder dass man zwei Hochzeiten hat quasi und bei Kindern. Schwanger! Also ich bin in der 14. Woche. Also unser Kind wird auf jeden Fall beide Kulturen kennenlernen. Wir möchten, dass das Kind beide Sprachen spricht. 사실 제가 독일에 온 지 지금 1년도 안 됐어요. 그래서 저도 사실 독일의 문화에 대해서 아무것도 몰라요. 나중에 애가 아빠는 왜 내가 물어보는 거 잘 몰라? 이렇게 물어보면은 좀 당황스러울 것 같고 애기도 혼란스러워 할 것 같긴 해요. 그래서 저도 사실 많이 배워야 되고 Du wirst bestimmt ein toller Vater, Jihak. Und Katrin, eine tolle Mutter. Also, die letzte Frage. Was würdet ihr gern den frisch verliebten deutsch-koreanischen Pärchen sagen?
Ja, also ich finde, das Zuhören ist immer sehr wichtig, kommunizieren miteinander. Redet miteinander, auch wenn ihr aus zwei verschiedenen Ländern kommt und Kulturen kommt. 사실 중요한 거는 결국에 국적이나 뭐 어디서 사느냐가 중요한 게 아니라 어차피 뭐 사람 사는 거 다 비슷하니까 나랑 평생 함께 할 동반자가 어떤 사람이냐 이게 제일 중요한 것 같아요. 문화 차이가 뭐 조금 있다고 하더라도 Wir wollen offener sein zu der anderen Kultur und keine Angst haben,